Über 3/4 der leitenden Angestellten von Einzelhändlern sind der Meinung, dass das Internet of Things das Filialumfeld, wie wir es heute kennen, verwandeln kann. Und bis zum Jahr 2019 wird bei 79% der Einzelhandelsunternehmen die Technologie des Internets der Dinge umgesetzt sein. Das Verbinden von durch IoT-Geräte übertragene Daten kann Einzelhändler unterstützen, ihre Kunden besser zu verstehen und im Gegenzug ein verbessertes Einkaufserlebnis anbieten zu können. Doch zum gegenwärtigen Zeitpunkt nutzen nahezu ein Drittel der Einzelhändler keine IoT-Daten mit anderen Teilen ihres Geschäfts, was bedeutet, dass wichtige Erkenntnisse verloren gehen und auch mancher Kunde sich verloren vorkommt. Ordnungsdienste im Laden kombiniert mit einem Verständnis für das Kaufverhalten durch eine mobile App kann Zeit sparen, die Loyalität steigern und die Umsätze auf bestehender Fläche erhöhen. Eine ganz klare Win-Win-Situation, sowohl für Kunden als auch für Händler. Über das Smartphone der Käufer haben Einzelhändler die Möglichkeit, ihnen gezielte Angebote in Echtzeit zu senden. Es wird dann ganz einfach, ortsspezifische Angebote zu erstellen, die dazu ausgelegt sind, das Erlebnis persönlicher und relevanter zu gestalten. Durch das Koppeln des mobilen Erlebnisses mit dem Standort und Digital Signage-Lösungen können Einzelhändler das Einkaufserlebnis im Geschäft personalisieren, indem sie gezielt ergänzende Produkte empfehlen. Fast ein Drittel der Einzelhändler erwarten, dass sie durch IoT mehr Empfehlungen von anderen Kunden erhalten, durch eine Personalisierung des Einkaufserlebnisses auf diese Art und Weise. Mobiles Bezahlen ist eine der bedeutendsten IoT-Anwendungen, die im Einzelhandel eingesetzt werden. Anstatt in der Schlange zu warten, wird das Mobilgerät zur Kasse, an der sofort bezahlt werden kann, während gleichzeitig die Zufriedenheit der Käufer erhöht wird. Dies ist die tatsächliche Auswirkung von IoT im Einzelhandel. Eine intelligentere Umgebung, die das Einkaufserlebnis in ansprechender und profitabler Weise persönlich gestaltet.